Ja, hi, willkommen hier bei IJMBS und heute gibt's mal das hier. Ich weiß leider nicht so genau, wie ich es nennen soll, weil ich kann ja irgendwie gar nichts lesen auf dieser Verpackung. Hier oben steht Haitai. Das war's dann aber auch. Ja, also es ist irgendwas. Es sind so Schokodinger, die man sich irgendwie selbst zusammenstellen kann, ja. Also das hier war dabei, das sind diese Förmchen. Da ist das hier dabei. Ich nehme an, das sind diese Sticks. Und dann sind diese drei Teile hier dabei. Und da ist die Schokolade, nehme ich mal an, ist das drin. Ja, schauen wir mal. Jetzt schauen wir kurz hier rein. Das werden diese Sticks sein, diese Keks. Sticks. Ja, das sind Keks. Sticks. So sehen die aus wie so Knochen, Hundeknochen. Okay. Tja, und jetzt Moment. So, ein Tuch lege ich mal noch hier hin. Das könnte ja schmierig werden. Jetzt mal schauen. Ich nehme an, man muss das hier so öffnen, so aufdrehen. Und ja, jetzt ist offen. Und jetzt denke ich mal, könnte man loslegen. Ich probiere es einfach mal. Auf gut Glück mache ich da jetzt einfach mal ein bisschen davon rein, ne? Wenn denn was kommt. Mal sehen. Ich weiß noch nicht so genau, ob was kommt. Ah ja, da kommt tatsächlich was. Ah ja. Okay. Jetzt mache ich mal die anderen noch auf. Ich weiß halt auch leider nicht, ob ich das hier richtig mache, weil ich die Anleitung nicht lesen kann. Deswegen mache ich jetzt halt einfach mal irgendwie, ne? Jetzt kommt auch noch hier dieses Schoko. Ich denke mal, das ist Schoko. So, dann machen wir mal weiter. Ja, man kann ja auch irgendwie, man könnte jetzt natürlich mal sagen, man versucht die Hälfte hier nur zu machen, ne? Das ist ja auch so auf der Verpackung abgebildet. Jetzt kommt nichts mehr. Was ist jetzt los? Ist es jetzt verstopft oder? Oder ist es schon leer? Hallo? Ja, da kommt nichts mehr. Komisch. Das funktioniert noch. Hilfe. Aber allzu viele Formen kann man da nicht machen. Also da hätte die Hälfte der Formen hätte da gereicht, weil viel ist da nicht drin. Ich glaube, ich muss die Dinger. Ich glaube, jetzt sind die zu fest geworden. Ich glaube, ich muss die schmelzen nochmal. Kommt das nicht mehr da ordentlich raus. Ja, ich muss es noch mal kurz schmelzen. Moment. So, ich glaube, wir sind wieder back in business. Es funktioniert wieder. Das ist einfach schon irgendwie zu fest geworden. Ich hatte es ja eben schon mal auf der Heizung liegen gehabt, damit es überhaupt da rauskam. Und jetzt ist es scheinbar einfach schon zu fest gewesen. Ja, jetzt funktioniert das hier nicht mehr. Was ist denn das?
Also die waren doch jetzt gerade alle nochmal auf der Heizung und jetzt ist das hier schon wieder. Ah, oh, ist das nervig. Ah, jetzt geht's wieder. Ich glaube, das setzt sich vorne nur irgendwie zu, kann es sein? Egal. So. Eins machen wir noch. Ich denke, dann ist auch vorbei. Dann wird das leer sein. Da kommt schon wieder nichts. Was ist denn da los? Also, das ist ja schon etwas nervig. Ja, was soll ich jetzt machen? So, jetzt geht's. Oh nein! Oh nein! Oh. Ist das eine Qual hier? Wir machen jetzt mal nur ein rotes, rosanes. Ich glaube, da setzen sich vielleicht teilweise die Sachen, die innen drin sind, werden schon zu fest und dann kommt es nicht durch die kleine Öffnung dort durch. Ah. Aber so macht es ja keinen Spaß. Was soll ich denn machen? Okay, ich vielleicht mal ein bisschen kneten oder so. Nee, das bringt gar nichts. Was ist denn das? Was ist denn da los? Nee, du. Es funktioniert einfach nicht. Jetzt kann man wieder ein bisschen was und jetzt kommt wieder nichts. Und jetzt weiß ich auch nicht. Jetzt lege ich das nochmal auf die Heizung. Ah, so ein Mist, aber auch. Jetzt schauen wir mal hier, ob das funktioniert. Moment. Ja, das läuft ja super hier. Wunderbar. Wunderbar. Da müssen wir jetzt noch so einen Knochen da reinstecken. So. Ach du grüne Neune. Ja, das geht überall hin. Ach, was ist denn das? Ah. Ah, nee, du. Das ist ja grausam. Eieiei. So. Hier sieht's aus. Ah, oh, nee. So, damit sind wir jetzt fertig. So, jetzt in dem Schoko ist noch was drin. Machen wir jetzt mal kurz hier rein. Ja, also man kann doch mehr Formen füllen, als ich jetzt ursprünglich gedacht hatte. Da ist scheinbar noch mehr drin, als ich erwartet hatte. So, aber jetzt ist das auch leer. So. Also Schoko funktioniert irgendwie am besten. Das Dunkle. Kann man am besten mitarbeiten. Jetzt schauen wir nochmal, aber ich glaube, hier ist fertig. Ja. So, jetzt holen wir das Erdbeeren. Ich weiß gar nicht, ob es Erdbeer ist, aber könnte sein. Jetzt probieren wir das nochmal, ob wir hier noch fertig machen können. So, auf ein neues. Da kommt nicht mal raus. Was ist denn das für ein blöder Mist? So. Ich drücke und drücke und es kommt einfach, ne? Unglaublich. Also, man kann nicht sehr präzise damit arbeiten. Oh nein, jetzt ist die Flasche kaputt gegangen. Oh nein. Ah, oh, es ist doch nicht zu fassen. Jetzt kommt es überall raus. Ah, oh, nee, du. Oh.
Was ein Mist, Alter. So, aber jetzt ist fertig. Ja, und das, das muss jetzt wohl in den Kühlschrank und dann schauen wir uns das später an. Mit diesen Keks-Sticks waren die übrigens sehr optimistisch. So viele sind noch übrig. Ja, so viel kann man ja gar nicht machen damit. Jetzt probieren wir aber mal einen. Ja. Schmeckt wie ein Butterkeks. Wie ein normaler Butterkeks. Okay. So, hier sind jetzt also unsere Schokoladeneis, was auch immer, aus dem Kühlschrank. Und jetzt werden wir mal versuchen, die da rauszuholen. Ich weiß ja noch nicht, ob das gut funktionieren wird. Ah, doch, das geht sogar ganz gut. Ja, das sieht jetzt so aus. Nehmen wir mal den nächsten raus hier. Aha. Das geht ja direkt ganz gut hier. Oh. Oh, das sieht interessant aus. Cool. Jetzt haben wir noch den hier. Mhm. Ja, und jetzt probieren wir mal einen. Am besten den hier. Da ist von allem was dabei. Ja, geschmacklich schmeckt das wie Butterkeks mit so Schokocreme. Mit ein bisschen komischen Nachgeschmack. Na, es ist teilweise etwas spaßig, die Teile zu machen. Geschmacklich, naja. Ja, ein netter Zeitvertreib, aber nichts, was man unbedingt haben muss. Zumindest ich nicht. Gut. Ja, das war's. Bis dann. Ciao. Ja, das war's auch schon wieder. Wenn euch dieses Video gefallen hat, habt ihr hier die Möglichkeit, euch noch zwei weitere anzuschauen. Außerdem könnt ihr den Kanal abonnieren, um keine neuen Videos zu verpassen. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Ciao.